Hallo Freunde des gruseligen Horrorspiels und Freunde der Nacht und Freunde von Spooky. Wir befinden uns wieder in ihrem Schloss, das Schloss der Sprungerschreckungen, Jumpscares, der Sprungschrecke. Das klingt wie ein Insekt und wir werden von etwas verfolgt, was uns die Sicht grisselig macht. Die ist verschlossen, dann gehen wir weiter. Und das Update von Spooky ist jetzt ein wenig her. Locked, kann ich das lesen, ohne zu sterben? This was such a surprise that there would be another entry, another actual entry, one I could admire, but then as suddenly as it came, it left. And now you disband. Your influence and inspiration will never leave me. Spooky. Das hat mich gerade ein wenig erschreckt. This was such a surprise. Okay. Ja, jetzt gehen wir durch. Natürlich. Ich muss ein bisschen atmosphärisch sein. Denn erstens können wir nicht mehr rennen und können nur noch ganz langsam vorangehen. Zweitens hat mich dieser komische Typ erschreckt. Drittens diese Abfolge von Räumen. Na gut, der war jetzt ein wenig anders. Und der ist jetzt auch anders. Ich wollte gerade sagen, kommt mir bekannt vor. Aber na schön. Tja, werte Freunde von Spooky, das Update ist da. Spookys Haus ist fertiggestellt. Es ist gerade arschdunkel draußen. Warte mal, wie spät ist es? Es ist gerade 20 vor 12. Perfekte Zeit, um Spooky zu spielen. Ja, ja, Spinny, du kannst mich gerade nicht erschrecken. Ich bin gerade so im Zettellesemodus. This place is finally starting to affect me. I've seen enough horror movies to know how to survive a simple ghost or two, but these monsters keep getting faster and stranger. Und ich muss sagen, ich habe mich gleich mit den Passworten nach hier auf die 750 in den Raum 750 begeben, weil ich keine Lust hatte, die ersten Räume nochmal zu machen. Und es kann sein, dass es jetzt einige Neuerungen in diesem Spiel gibt, die wir später erst mitkriegen. Wie zum Beispiel hier. Es gibt Spooky Card. Gleich mal ausprobieren. Spooky Card. Yay, Spooky. Ist das doof. Oh Mann, Spooky Card. Ich kriege ich. Kann ich schießen? Nein, kann ich nicht. Euch kriege ich alle. Bam, 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 bam. Die Musik ist auch so geil. Kann ich hier drüber? Ja, ohne Probleme. Ich kann die Palmen umfahren. Schau sich das einer an. Bams. Böse Palmen. Muhahaha. Da sind wieder neue Leute. Neue Fahrer, die wir töten können und deswegen ein wenig mehr Zeit kriegen. Bam. Bam. Baff. Und Bang. Aua, ah, nein, 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 einmal hier die Runde. Ich nehme die Kurven jetzt ein wenig enger, wenn wir nicht auf dem Gras verlangsamt werden, wollte ich gerade sagen. Und da fuhr ich schon gegen die Wand. So viel zu, die Kurven enger fahren. Das war dann ein wenig zu eng. Was ist das Ding denn zu Ende, wenn die... Ja, haben wir doch schon.
Ja. Es ist ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Ach, brech mal das ab. Spooky Cars, doof. Hier wird wahrscheinlich auch noch ein neues reinkommen. Und den Rest kennen wir ja schon. Aber dem Computerraum wird vielleicht noch was sein. Dass die Computer jetzt ausgebaut wurden. Dass man da jetzt mehr Informationen kriegen kann. Und das Raumlayout, das war ja auch noch irgendwie zu ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch nicht schon hier in diesem Update drin ist oder ob das erst noch kommen wird. Keine Ahnung. Was? Cool. Oh. Es ist die... Spinni! Es ist die Uhrzeit. Junge, du siehst aber nicht gesund aus. Spinni, Spinni ist da. Spinni ist aber nicht wirklich schlimm. Ich finde, Spinni ist sogar noch die harmloseste von allen mit dem Wackelpudding-Mann. Obwohl, doch, eigentlich schon Spinni, weil... Spinni kann ich... Oh, Skelettknochen. Weil Spinni kann nicht durch Wände gehen. Im Gegensatz zum Wackelpudding-Mann. Ich bin aufs nächste Monster, ehrlich gesagt, schon gespannt, und ob wir die alten Bekannten nochmal wiedersehen werden. Also Spinni, ja. Hat man ja jetzt gerade mitgekriegt. Okay, die Spinne an sich nicht, aber die Löcher standen ja für Spinni. Und ja, mal schauen, wer uns noch so begegnet. Die haben ja alle von mir einen Namen gekriegt. Ich habe aber ein paar Namen echt vergessen, muss ich gestehen. Wackelpuddingmann kenne ich noch, Spinni kenne ich noch. Danach war Alma, danach der Augenkrebsmann. Junge, Schnauze. Danach, wen gab es denn noch so? Den Hirsch gab es noch, dem habe ich Harry genannt. Dann gab es noch den Kollege Fleischpeitsche. Gab es sonst noch wen? Ja, einen gab es noch. Gab es noch, aber ich weiß nicht, wie ich die genannt habe. Naja, wird nicht wichtig gewesen sein. Ist es auch nicht. Ganz, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber na gut. Ah ja, wir haben die Axt noch. Sehr schön. So. ...800! Safe! Hang in there! Und was haben wir hier? Ich fahre erstmal runter. In order to survive this house, I need to keep writing notes. I must do everything a central protagonist would and hope this is one of those stories. Insert obscure horror references that no one gets and misinterprets as introductions somehow. Die 100 Räume muss ich jetzt wohl oder übel noch spielen. Ja, es tut mir sehr leid, Freunde. Aber das habt ihr euch selbst eingebrockt, indem ihr dieses Video hier eingeschaltet habt. Nein, das ist eine Kerze. Ich dachte, da liegt ein Zettel. Aber es war eine Kerze. So, schwierige Geburt. Ketten? Ja, warum nicht? Hey, ein Zettel.
Well, I still haven't died, so it appears I might be the protagonist. But I'm not entirely sure. I hope I'm not some side character that leaves notes for pointless exposition. Also, I found a strange computer that gave descriptions of the monsters, and it seems like they are called effective based on how many people they kill. Alles klar. Und ach du Scheiße. Fuck. Ich hab gar keine Lust. Vor allem, weil ich da gerade schon eine Silhouette gesehen hab. What is this? Whoa. What a mansion. Inside another mansion. Maybe I've made it all the way to the end of the house. Maybe this is like a resting place. Or another entrance, perhaps. Whatever the case, I think this is a good spot to rest. Das glaube ich eher weniger, mein Freund. Ach du Kacke. So eine Kapelle. Ach ja, es gab ja noch den Puppenspieler. Ich erinnere mich gerade wieder. Broken. Paprika. Oh Gott. This mansion is strange. I think the bricks and wood are actually just painted on. Everything still feels kind of fake. Also, I keep hearing movement and voices below me. Maybe another survivors are hiding down here. Broken. Weinkeller. Ja, ich weine auch gleich. Dafür muss ich nicht in den Keller gehen. Das kann ich hier in meinem Zimmer machen. I can hear him coming down the hallway. I need to hide, but I don't know where. I now know this is not an exit or a resting place. It is just another specimen room. I think he's outside the door now. I need to hide. Was haben die denn aus dem Spiel gemacht? Wir sollen uns verstecken. Ich verstecke mich auch. Was haben die aus dem Spiel gemacht? Alter, ein Axtmörder. Oh! Oh, vielleicht hätte ich nicht rauskommen sollen. Hey, wir sind gestorben! Game over. Your soul wanders an endless maze. Wie spät haben wir's denn? Ach, noch nicht. Noch nicht spät genug. Na gut. Na gut. Ja, ich trage das jetzt nicht ein hier, Escape. Ich glaube, ich belasse das erstmal jetzt bei der Folge. Wir sind gestorben, es ist. Abgesehen davon hat sich gerade eh die Videoauflösung wieder geändert, das heißt, ich muss das alles wieder drehen. Ihr solltet jetzt wieder nur ein kleines Bild haben, aber das ist ja jetzt, naja, nicht ganz so schlimm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die dann hoffentlich ein bisschen länger, und da komme ich nicht raus, während der Axttyp da noch im Raum steht. Das verspreche ich euch. Also, bis zur nächsten Folge, Freunde. Ciao.